Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder eine Sendung, nachdem wir eine kleine Pause eingelegt haben. Ich brauchte etwas neue Energie nach Rovaniemi, war sehr aufregend dort. Ja, die Themen, die wir vor euch haben, frisch gepresst, natürlich frisch gepresst, denn Köln-Bonner Flughafen, Warnstreik, dann haben wir Allegris News, A350, der neu ist, wird geparkt. Status Match, Status Fast Track Challenge, egal wie ihr es nennen wollt. Es gibt die Möglichkeit, zwischen Merit Bonvoy und Chris Flyer Status zu bekommen. Platinum und Gold bei Chris Flyer. Und wir haben Finnair. Finnair macht die Rolle rückwärts. Nachdem man bei Finnair uns versucht hat, in der Business Class unseres Freigepäcks zu berauben, hat man dies wieder Rolle rückwärtsmäßig angepasst. Und ITAN News gibt es auch bei der Übernahme. Ich werde euch ein Update geben. Denkt dran, wie immer auch den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Und natürlich danke an alle, die per WhatsApp nachgefragt haben, ob alles okay ist. Natürlich ist alles okay. Ihr wisst ja, Unkraut vergeht nicht. An dieser Stelle müssen wir dann mit dem Thema anfangen. Ja, wo haben wir es denn? Und zwar das erste Thema ist der Köln-Bonner Flughafen. Da gab es einen und gibt einen Warnstreik bei der Abfertigung im Frachtbereich des Flughafens. Und da sind Beschäftigte, 700 Stück, bei UPS, aber auch bei einem anderen Dienstleister, da war das FedEx genau, im Streik gewesen. An dem Standort gibt es bei UPS 3500 Leute. Und warum streiken die dort? Weil man möchte dort die Verhandlung für einen neuen Tarifvertrag der rund 176.000 Beschäftigten der Spedition- und Logistikbranche in NRW bekommen. Die beiden Firmen FedEx und UPS waren Zufallsopfer. Wer glaubt, wird selig. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr ein Paket erwartet, in der Weihnachtszeit ist es natürlich immer wieder an der Zeit, dass man dort Probleme hat. Warum interessiert uns das? Natürlich, das interessiert uns, weil Fracht ist ja auch Cargo. Cargo ist ja das, wovon Fluggesellschaften leben. Das ist das, wo Flugzeuge finanziert werden, wenn wir als Passagiere nicht da so vollzählig drin sind. Aber ich denke, dass das wieder alles rund laufen wird. Was auch rund laufen wird, ist wohl die Übernahme der Lufthansa, also quasi der ITA durch die Lufthansa. Und da ist es halt so, dass die Übernahme jetzt wirklich eingestellt werden soll. Und ich wusste das gar nicht, dass das zu dem Prozess gehört, dass man bei der Kartellfreigabe und der sogenannten Detailprüfung dann auch die Marktbegleiter oder aka Wettbewerber fragt. Ja, das ist natürlich so, dass man dort mit den Slots Mailand-Linate sich das angucken möchte. Und bis zum 18. Dezember können Wettbewerber, Marktbegleiter dort Stellungnahmen schicken. Allerdings gibt es natürlich auch Monopolstrecken. Mailand-Frankfurt, Mailand-Stuttgart, Mailand-Düsseldorf, Rom-Frankfurt, Rom-München, Rom-Zürich. Und das sind 6 Europastrecken, die frei von Marktbegleitern oder Wettbewerbern sind. Der Stufenplan bis zur Komplettübernahme ist dort ganz bestimmt verbunden mit Slot-Überlassung. Und das Zitat, was ich euch dazu geben wollte, ist folgendes. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter die Fusionskontrolle fallen könnte. Und das teilt die EU-Kommission mit. Und weiter sagen sie, alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu dieser Vorhaben Stellung nehmen.
Und damit ist es so, dass ab dem 8. Dezember die 10-tägige Frist läuft. Was haben wir heute? 13. Also ich hätte noch 5 Tage Zeit, denen was zu schreiben. Und der erste Stichtag bei diesem, nennen wir es Antitrust-Verfahren, also bei dem Verfahren, wo es darum geht, um irgendwelche Monopolstellungen zu vermeiden, ist der 15. Januar 2024. Und da ist es so, dass bis dahin die Freigabe erteilt werden kann oder man kann eine genaue Untersuchung machen, weil jetzt sind wir in der sogenannten Phase 1. Sollte man das nicht freigeben, dann wäre es Phase 2. Ist ja klar, nach 1 kommt 2. Und dann hat man wieder 90 Tage Zeit und natürlich, ja, ITA braucht Penunzen. Und das ist natürlich relativ problematisch. Aber es geht immerhin noch im Moment nur um die 41% ab 2025, dann auf 90. Und 2033 soll dann bei Lufthansens 100% sein. Das wäre diese Geschichte. Also, wenn es nicht knapp werden sollte mit dem Geld, sollen sie schnell machen. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Auch hier könnt ihr kommentieren. Frage des Tages: Was würdet ihr als Wettbewerber der ITA-Übernahme sagen? Also zu sagen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Bin mal gespannt, ob ihr sagt, wäre eine spannende Geschichte, wenn die sagen, ja, die Preise dürfen auf diesen Strecken quasi nicht steigen. Und das die Preise, welche man vielleicht über den Zeitraum der letzten 10 Jahre gemacht hat, ich weiß nicht, irgendwas in der Richtung, aber Preise in Italien ist ja so ein Problem, da ist ja auch unser Freund Michael O'Leary relativ zickig, weil die Ryanair dort mit zwischen Winter- und Sommerpreisen von der italienischen Regierung im Moment gegängelt wird. Das Thema Lufthansa Allegris lässt uns nicht los. Und zwar Lufthansa hat jetzt einen frisch gelieferten, nagelneuen, riecht wie Neuwagen, so ein neues Flugzeug, geparkt in Teruel. Ihr kennt das ja, Teruel ist bekannt, der Lufthansa, da waren ja 380er geparkt. Und jetzt ist es so, dass bei diesem Jet, die 19 Stück sind ja bestellt worden, nee Quatsch, am 18. so. Am 18. ausgeliefert worden, so ist das. 18. Auslieferung gehabt hat aus Direktaufträgen. Und dann ist es so, dass aber noch Teile der Kabine nicht zugelassen sind. Alle, die in Frankfurt dabei waren, erinnern sich, als ich Dr. Björn Becker fragte, ist denn alles zulassen? Ja, lübt. Und naja, jetzt ist das so, dass die Maschine dort geparkt werden muss. Und da muss man sich das wirklich mal angucken. Denn die ausgelieferte Alpha India X-Ray Romeo wird natürlich dringend gebraucht. Und das ist die erste Auslieferung auch seit Oktober 2020. Und man flog dann von Toulouse nicht nach München, nicht nach Frankfurt, nicht nach Berlin, nicht irgendwohin zur Taufe, sondern Winter in Teruel. Ist ja schon hübsch da, ne? Also man kann ja immer nach Spanien fliegen. Spanien macht Spaß. Die Einführung von Lufthansa Allegris erfolgt mit dem Airbus A350-2024, voraussichtlich im Quartal 3 und im Sommer mit der Boeing 787-9. So ist es Anfang Dezember von der Lufthansa gesagt worden. Und das Konzept, nur nochmal, damit ihr euch daran erinnert, hat 267 Sitze, 2 Einzel-, 1 Doppelsuite in der First Class mit Platz von insgesamt 4 Passagieren, 38 Sitze in der Business Class, 24 in der Premium Economy und 201 in der normalen Economy Class. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie diese Ausführungen sind. Und damit wissen wir, dass es nicht der Schuld von Airbus ist, sondern von der Zertifizierung. Und das finde ich äußerst amüsant, wenn man das so sagen möchte. Und ich bin mal gespannt, wie das mit der Auslieferung weiterläuft, denn wenn man die vollständige Zulassung nicht hat, nach so langer Zeit, finde ich das auch problematisch. Aber das ist halt so, wenn man 3 verschiedene Hersteller allein in der Business Class hat, dann ist das ein Riesenthema und was da gestreift worden ist. Und ja, Allegris, ist das vielleicht schon ein Thema, wo man sagen muss, das ist verkackt, das ist... Läuft nicht. Also ist das schon eine Totgeburt? Weil, ja, wie lange warten wir drauf? Was haben andere gezeigt und wie ist das im Vergleich dazu? Schade, Lufthansa. Tut mir leid, aber auch hier wieder kommentiert, das wäre so die nächste Frage des Tages vielleicht.
Ist Allegris noch zeitgemäß? Was auch nicht zeitgemäß ist, sind die Ankündigungen von Finnair gewesen, die im März diesen Jahres waren, die mich auch etwas verwundert, irritiert, als Finnair Fanboy zurückgelassen haben. Und zwar ist es so, Finnair hatte ja gesagt, dass man beim eingecheckten Gepäck, aber auch beim Handgepäck dort ein maximales 23 Kilo und 8 Kilo Konzept fährt in der Kabine. Und das ist natürlich etwas, was für ein Business Class Reise. Ich rede nur von der Business Class. Und da reden wir auch nur vom Flex- und Classic-Tarif, nicht von dem Light-Tarif, weil da ist ja quasi, das ist ja quasi die Unbundled-Geschichte, wie es so schön heißt. Da ist es halt so, dass man bei dem Gepäck direkt, was in die Kabine ging, zurückgerollt ist. Und ich habe ehrlicherweise auf meinen ganzen Finnair-Flügen, und ich bin nicht jetzt wenig geflogen mit denen, keine Probleme hatte. Da gab es keinen Stress, da gab es keine Fragen, da gab es gar nichts. Alles war tippitoppi. Und dieses Thema, oh Toppi, hallo Toppi Manne, das Thema wirklich kein Problem. Jetzt ist es so, dass man jetzt auch festgestellt hat, dass diese 23 Kilogramm als Eingepäckstück und als Platin hat man, oder als Gold auch, glaube ich, hat man ein Gepäckstück noch frei, hätte man also zwei Gepäckstücke. Aber gucken wir uns doch mal an, was Hansens machen. Hansens haben ja auch zwei Gepäckstücke in der Business Class und dann noch ein Skigepäck oder ein anderes Gepäck. Und bei Finnair ist das ja auch nicht mehr drin. Aber jetzt ist man wieder zurückgegangen, dass man die Carry-on-Allowance von 10 Kilo auf 8 Kilo gebracht hat, hat das wieder auf die 10, dann auf 12. Und das ist etwas, was so ein Jojo ist. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Leute in der Knowledge Street, wenn man das direkt übersetzt, in der Straße des Wissens, da dann ja so überrissen haben. Jetzt sind sie aber wieder zurück, dass man 32 Kilo haben kann und zwei für alle, die Classic- und Flex-Tickets gebucht haben. Und wichtig ist, für alle, die die Tickets nach dem 11.12.2023 gekauft haben. Und das ist jetzt wieder das, was ich wieder nicht verstehe. Wie sollen das wieder rausgefunden werden? Das macht doch wieder absolut ein Drama an den Flughäfen. Auch erinnern wir uns fürs Handgepäck mit der Fischwaage, die da gehalten wurde. Also wie gesagt, ich habe es nie erfahren, nie gehabt. Ich mag Finnair und da gibt es auch nichts, was im Moment meine Liebe zu Finnair ruinieren kann. Aber wichtig ist jetzt bei dem Light-Tarif, da ist ja quasi kein Gepäck dabei. Da ist kein Lounge-Besuch dabei. Aber wenn ihr ein Finnair Gold Platinum oder ein OneWorld-Status habt, dann bekommt ihr aber ein eingechecktes Gepäckstück und Lounge-Zugang. Und natürlich auch alle Priority Services, also Sapphire-Status oder höher. Und damit ist das dann ganz erträglich. Ich meine, so ein Leittarif kostet auch wesentlich weniger, ist auch für die Fluggesellschaften eine Möglichkeit, sich da günstigere Preise reinzuziehen. Aber es muss, also ich komme echt nicht drüber hinweg, wer halt wirklich diese Änderung sich ausgedacht hat. Und die Frage ist, arbeitet der oder diejenige noch bei der Firma? Eher würde ich das sagen, das war geschäftsschädigend. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass man auch das Gefühl hat, wenn diese Leute nicht bezahlte Tickets fliegen, sondern ID-Travel, wo die Regelungen anders sind, die wissen gar nicht, was sie den Kunden antun. Vor allem auch, wenn der Markt das ist. Ich weiß nicht, worauf die gehofft haben. Haben die gehofft, dass irgendwelche Fluggesellschaften wie SAS oder sowas nachziehen? Und auch da wäre ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob Finnair darauf gehofft hat, dass andere nachziehen oder ob die einfach jetzt gemerkt haben, das geht nicht. Und auch diese Änderung zu Avios. Für teure Tickets macht das Sinn. Aber ich glaube, eine Plattform zu wählen, auf der man wirklich keine Kontrolle hat, weil Finnair ist einfach nur eine Fluggesellschaft bei dem Ding. Qatar ist beteiligt an British Airways und somit an Avios. Und die anderen, die es haben, die sind auch beteiligt bei Avios. Die haben da kein Problem. Aber ob es für Finnair der richtige Move ist, dass man sich in so eine Abhängigkeit begibt, das finde ich spannend und das muss man einfach mal
evaluieren und sich anschauen. Ja, damit habe ich alles dazu gesagt. Ihr seid jetzt dran. Redet zum Gepäck, redet zu den Aviers. Und wir haben wieder eine schöne Geschichte. Und zwar die schöne Geschichte Status Match. Wir haben das ja öfters, dass Leute schauen, wo sie einen Status bekommen können. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man ein Programm mag, ob man dahin will, dann kann man natürlich auch sich das angucken und kann sagen, hey, ich möchte, warum geht das nicht weg? Geh weg. Kann man jetzt halt einen Fast Track machen? Und zwar, dieses Fast Track Angebot ist, um den Chris Flyer Gold Status zu bekommen mit seinem Status von Marriott, muss man 4 Segmente fliegen, die innerhalb der nächsten 6 Monate, nachdem man eingetragen ist für das Programm, geben kann. Das Bonvoy Platinum Member, die müssen andersrum agentieren. Heißt also, man muss da als muss man das Qualifying Nights haben, und zwar 10 Qualification Nights oder qualifizierende Nächte, wie es auf Deutsch heißt. So, das ist dann in der Geschichte. Und diese Status-Matches sind auch erhältlich für die niedrigeren Statusstufen, aber auch für die höheren. Heißt also, Gold und Marriott Platinum. Da kann man natürlich auch als Lifetime Titanium oder aber auch als Titanium Ambassador dort teilnehmen, und umgekehrt. Heißt also, man kann das vergleichen mit der damaligen Shangri-La Infinite Journey Partnership, und da ist es halt so, dass man jetzt diese Geschichte im Januar haben, seit Januar haben, wo man halt diese zweifache Geschichte hat, wo man also gegenseitig reziprok Punkte und so weiter umwandeln kann. Ob das jetzt Sinn macht, ist natürlich eine andere Geschichte. Marriott-Punkte 2 zu 1 und Chris Flyer Meilen 3 zu 1 und dann mit 5000 Meilen Bonus für jede 60k und 20k transferiert. Das ist halt etwas, was ich merkwürdig finde. Aber wenn man sich das anguckt, ist es so, dass man diese neue Aktion natürlich nutzen kann und sollte, wenn es einem ins Spiel passt. Und die Benefits sind schon bei Singapore Airlines top, und bei Marriott mit dem Platin-Status, mit dem Lounge-Tour ist das schon relativ richtig. Man bekommt natürlich auch ein Chris Flyer Silber, wenn man ein Platin oder höher ist. Das heißt also, das Gold ist diese Challenge-Geschichte, und da könnt ihr dann halt gucken, wie ihr für 12 Monate einen Status habt. Und andersrum ist es so, dass man dort den Gold bekommt und für die 10 Nächte kriegt man den Platin. Das heißt also, ihr fangt nicht ganz als Schulterglatze, wie es bei der Luftwaffe hieß, an, sondern, was auch bei der Bundeswehr so, schreibt das auch hin, ob es beim Heer Schulterglatze ist oder bei der Marine, dass ihr also wirklich auch schon Vorteile habt. Ja, die Sendung hat wieder 18 Minuten gedauert. Ich hoffe, ich habe euch ein Update gegeben. Ihr entschuldigt meine kurze Abwesenheit auf dem Kanal. Ich hoffe, dass ihr jetzt wieder regelmäßig schaut, und ich freue mich auf euch morgen. Morgen geht es wahrscheinlich wieder aus der Möcki Deluxe. Danke euch, bis morgen in alter und Frische, und für euch der Abspann. Also bis dann, ciao. Thank you.